Hallo, Freunde. Wenn du deinen Ex so richtig haten willst und ihn exposen willst und in die Öffentlichkeit zerren willst, weil es angeblich ein Narzisst ist oder whatever, geht es häufig komplett nach hinten los. Sage ich immer wieder und musste da auch hart dran arbeiten in meinem Leben. Das wollen wir uns heute mal beleuchten, auch mit so einer, wenn man so will, spirituellen Argumentation oder vielleicht ist es auch gar nicht so spirituell. Und wir werden das mal beleuchten am Thema Annie the Annie. Das heißt heute mal richtig Annie the Duck, große Twitch-Streamerin, müsst ihr jetzt nicht zwingend kennen, aber da gab es halt einen riesen Shitstorm, weil ihre Ex-Freundin gesagt hat, ja, sie hätte sie psychisch missbraucht in der Beziehung und die Katze und dann, wie das ja dann immer so ist bei diesen Skandalen, das muss ich auch mal vorstellen, stell ich das mal selber vor, ihr seid irgendwie bekannt und plötzlich melden sich alle möglichen Leute und auch sogar die bisschen zu der Frau, die bei euch geputzt hat und was weiß ich, melden sich und sagen, ja, also Anni sah es aber immer ganz dreckig aus in der Wohnung. Ne? So ist das ja heutzutage. Ich meine, ich war nirgendwo dabei, ich kenne sie nicht, ich finde sie, also wirkt auf mich manchmal auch extrem arrogant, aber wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Also sie macht nichts Verbotenes, sie wird geguckt. Viele Leute mögen sie. Sie ist sehr kreativ, das kann ich nicht anders sagen. Ne? Extrem geschäftstüchtig, eine super Verkäuferin. Ich bewundere solche Sachen immer auch ein bisschen. Ja, was sie da genau gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da die Reefed, also ihre Ex-Freundin, plus noch eine andere beste Freundin oder so, die das Ganze halt in die Öffentlichkeit gezerrt haben. Was ich, nicht, habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, nicht unbedingt in Ordnung finde, so, weil ich finde, man begibt sich letztlich auf die gleiche Ebene, wenn man jemanden so öffentlich fertig machen will. Dann darf natürlich kritisieren, man darf, also man darf sowieso alles, man muss halt immer mit den Konsequenzen leben, so, ne? Aber meine Meinung ist immer, man sollte das privat regeln, wenn man meint, es sind irgendwelche rechtlichen Normen verletzt worden, gibt es ja die eigenen Stellen dafür. Und wenn man meint, man wurde einfach schlecht in der Beziehung behandelt, ja, da gibt es keine Stellen für. Und dieses Fass, sage ich auch immer, würde ich auch gesellschaftlich nicht aufmachen, weil wer oft meinen zwei, dass sie schlecht behandelt worden sind in einer Beziehung. So einfach ist das ja immer nicht. Man denkt immer, ich bin auch derjenige, der schlecht behandelt worden ist. Und der andere sagt es vielleicht auch. Sagt er, ja, aber ich, für mich war es auch toxisch. Und dann hat man zwei und wer hat denn jetzt recht? Und dann sagen beide, ja, Schuldumkehr und sowas. Und letzten Endes kann man es sowieso nur wissen, wenn man selber drin war und oder vielleicht kannst du auch enge Freunde einschätzen irgendwie, aber von außen immer schwierig. Und es ist halt extrem kontraproduktiv, jetzt auch mal weg von der Annie the Duck so, ne? Also wenn du meinst, und was ja gut, was ja häufig, also lese ja jeden Tag so E-Mails, wo Menschen extrem schlecht behandelt werden in Beziehungen. Nehmen wir mal an, das ist bei der Reef auch passiert. Und da sitzen wir auf einer Menge Wut, ne? Ich denke, es ist vor allen Dingen wichtig, die Wut dahin zu canceln. Warum war ich eigentlich so lange in dieser Beziehung? Das ist ja immer mein Mantra, ne? Arbeite an dir, fokussiere dich auf dich. Und ich sage auch gleich mal, warum das energetisch, spirituell auch so wichtig ist. Ne? Fokussiere dich auf dich, mach dein eigenes Ding, lebe ein nice, geiles Leben, arbeite das auf, warum du eine Anziehung hast zu für dich so destruktiven Beziehungen, weil Beziehungen zu Mami, Papi schon destruktiv, also diese ganzen Sachen, die auch in meinem Liebeschip-Programm sind. Apropos, wir haben gerade so die Liebeskummerwochen übrigens. Verarbeite ich aber in so Short-Videos auf YouTube, TikTok und Instagram, schaut da gerne mal vorbei. Ja, ach, wir haben auch immer noch den Kurs vergünstigt übrigens. Ich habe ja, weil ich schon 10.000 verkauft habe davon, die nächsten 100 habe ich gesagt für einen halben Preis. Da gibt es noch ein paar, wenn ihr euch noch einen holen wollt, einen Liebeskummerkurs. Aber gut, will ja heute gar nicht so, bleiben wir mal beim Thema. So, du bist wütend, ne? Also du hast eine scheiß Beziehung hinter dir, fühlst dich so richtig verarscht, belogen, kann ja, das passiert ja jeden Tag irgendwelchen Leuten, ne? Du fühlst dich richtig verarscht, manipuliert, belogen, fremdgegangen und womöglich, also das war jetzt hier nicht Thema, aber deine Katze wurde schlecht behandelt und sitzt auf einer Riesenwut und du denkst,
So, jetzt möchte ich anderen Menschen helfen und expose diese Person. Ich sag mal, bei Leuten, Alltagsleuten, wäre das zum Beispiel, dein Ex ist immer fremdgegangen und du kontaktierst jetzt den Ehemann einer Person, mit der er fremdgegangen ist, oder rufst den Arbeitgeber an oder ich weiß nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe noch nicht einmal erlebt, in meiner 100-jährigen Praxis, habe ich noch nicht einmal erlebt, dass da irgendwas Gutes rausgekommen wäre. Noch nie. Es hört sich immer so, ja, ich bin jetzt, bin jetzt der Gutmensch. Also es hat, häufig ist es eben auch das verletzte Ego, was dann so aber du denkst ja, ich bin so der Gutmensch und ich rufe jetzt beim Arbeitgeber an und ich mache ein Video über diese Person auf YouTube und ich und sag allen, die auch missbraucht werden, ich warne sie. Das geht nie so aus, wie man denkt. So, ne? Ich hatte neulich auch wieder so ein, wo habe ich das denn gesehen? Weiß nicht, ob das jetzt eine E-Mail war oder auf jeden Fall war da auch so eine Geschichte, dass Frau festgestellt hat, dass ihr Mann ständig fremd geht und dann trennt sie sich und dann stellt sie fest, oh, der ist jetzt mit einer anderen zusammen und dann denkt sie, ja, die wird da bestimmt auch betrogen, zumindest mit mir wurde sie betrogen und meldet sich bei dieser neuen Frau und die interessiert es einfach gar nicht, Das ist, ja, so ist das, ne? Und also sowas gibt es ständig und also das Problem dabei ist folgendes und das ist wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion auch auf deinem Heilungsweg, ne? So vielleicht auch raus aus toxischen Beziehungen. Diese Energie, mit der du deinen Ex exposen willst und so in die Öffentlichkeit und so letztlich auch bestrafen willst, das ist alles Energie, die diesem Menschen zufließt. Ob du willst oder nicht, so, ne? Und deswegen ist auch Canceln, das ist ja auch das Erste, was ich gesagt habe, damals im ersten Video über Anise Dack, habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren, die wird daraus hervorgehen, wie Phönix aus der Asche irgendwie so. Also ich habe es ein bisschen abgeschwächt gesagt. Und was ist jetzt passiert? Sie hat gestern ein, wo alle denken, jetzt Anise Dack ist gecancelt. Hat sich entschuldigt und Video gemacht dazu, 2 Monate nichts mehr gemacht. Alle denken, ja, also die ist jetzt gecancelt, also da wird ja nie wieder, wird die irgendwo auftreten, ne? Ja, macht einen Stream auf Twitch. Ich glaube 10.000 Live-Zuschauer, wissen wir alle, wie viel das ist. 700 Subs, also diese bezahlten Mitgliedschaften auf Twitch bekommen, 700. Sieht so Misserfolg aus? Ich glaube nicht, ne? Klar, also ich finde, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, sie macht das schlau, weil sie sagt dann, ja, ich tauche erstmal ein bisschen ab. Also wie gesagt, ich denke, sie ist gut beraten, habe ich schon immer gesagt. Und macht jetzt wieder mal Testing the Waters, einen Stream und es werden mit Sicherheit, wird da wieder bald mehr kommen. Und wahrscheinlich wird sie nach dieser ganzen Geschichte, das macht jetzt noch 1-2 Jahre dauern, wird sie mehr Follower haben als vorher, so, ne? Also das, also selbst ich habe schon sowas erlebt mit so Mikro-Shitstorms zu meinen Reality-TV-Videos, wenn ich mal eine andere Meinung hatte als andere YouTuber, die dann über mich hergezogen haben, wie blöd meine Meinung ist. Und dann kommen diese ganzen, von dem anderen YouTuber kommen dann ganzen Fans auf meinen Kanal und haten und haten und haten. Ja, danach hatte ich auch 2000 neue Abonnenten auf YouTube oder 1000, oder ich weiß nicht wie viel. Wie kann das sein, ne? Ja, weil diese Personen führen die Energie zu, ne? Und das ist sozusagen, kann man natürlich jetzt nicht belegen, deswegen ist es letztlich ein spiritueller Grund so. Und machen die stärker so, ne? So ist das energetisch und du siehst das überall, wenn du ganz stark gegen etwas bist, gibst du diesem, wo du dagegen bist, gibst du mehr Energie. Es ist basic Spirituality sozusagen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber was kann man denn machen? Und dann sage ich, ignorieren, keine Energie geben, ne? Also wenn du das habe ich auch oft erlebt, ehrlich gesagt, auch so bei meinen Klienten, so, wenn du eine Person exposen willst, dann geht es am schnellsten, indem du sie komplett ignorierst und sagst, sorry, ich habe mit dieser Person keine energetische Verbindung mehr, ne? Die ist für mich tot, das war's, nur Kontakt, interessiert mich nicht, ob irgendjemand die exposed oder nicht. Das ist komischerweise häufig
der Punkt, wo jemand auch exposed wird, so, ne? Wo, also jetzt fragst du dich, woher denn? Ja, von irgendwo, ne? Das Universum regelt es, so. Aber solange noch Leute kämpfen, solange du noch gegen kämpfst oder dem deinem Ex was Schlechtes wünscht oder so und den fertig machen willst, wird niemand exposed werden, so, ne? Das ist, also, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht gibt es mal Einzelfälle, aber so im Grunde genommen ist das so. Das seht ihr auch bei allen Skandalen, wo jetzt nicht, weiß ich nicht, reihenweise Katzen ertränkt wurden oder was weiß ich, also wirklich ganz schlimme Sachen passiert wurden. Seht ihr das überall, dass die Leute, die haben danach mehr Zulauf als vorher, so, ne? Das, also. Und du selber bleibst eben auch in so einer Schleife. So, wenn ich mich jetzt mal in diese Reef reinversetze, so, du denkst, du hast jetzt so einen genialen, du hast 1 Million Follower, du hast so einen genialen, ist nicht, dass sie, ich weiß es nicht, ob sie der intentional schaden wollte, aber du denkst, du führst jetzt so einen genialen Schlag und exposed ein Video und mit der Freundin zusammen und die, da komme ich einfach nicht drüber weg, so die Frau, die geputzt hat, bei dir meldet sich und sagt, wie scheiße deine Wohnung ist. Und du denkst so, die haben wir jetzt aber fertig gemacht. Und dann stellst du fest, wir haben sie gar nicht fertig gemacht, ne? Gar nicht, ne? Das ist, dann fühlt sich jetzt auch womöglich an wie eine Niederlage. Und das ist alles Kontakt, das ist alles, du bleibst in diesem toxischen Mindset von Täter-Opfer-Beziehungen, bleibst du gefangen, so, ne? Und deswegen ist es so wichtig, das sage ich auch immer, wenn Leute in Gerichtsverfahren gehen, so mit Exen und was weiß ich, sag ich, bleibt cool. Fakten, 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 Fakten. Gar nicht in so eine Exposing-Energie gehen, so den muss ich jetzt zu Fall bringen, sondern einfach total, ich sage ja sogar mal eiskalt bleiben, eiskalt, ne? Und dann mal schauen, was passiert, so, ne? Man, abgesehen davon, wie gesagt, dass wir selber nicht dabei waren und auf mich wirkt das Ganze, das ist auch egal, habe ich schon gesagt. Ja, was da noch gefallen ist, sie hat 2 Diagnosen genannt, die Anisedak ADHS und womöglich Autismus. Ja, weiß ich mal so stehen. Auf jeden Fall kann man sagen, falls du dich irgendwo wie ein Arschloch benommen hast, so, ne, dann ist auch keine Entschuldigung, wenn du irgendwie eine ADS-Diagnose hast. Also sorry, das, also, ne, das ist ja immer so auch, da muss man wirklich aufpassen heutzutage, weil immer alle, das habe ich ja neulich schon wieder zugemacht, alle wollen immer ihre Labels haben und ob jetzt, das kann ja auch oft richtig sein. Wie gesagt, auch da ist man nicht dabei. Sie schmeißt diese Labels in den Raum. Ist sie da korrekt diagnostiziert worden? Das weiß man auch alles nicht. Aber nur weil jetzt, sagen wir mal, dein Next hat dich wirklich total scheiße behandelt und der kommt jetzt mit irgendwelchen Labels um die Ecke. Ja, deswegen ist er immer noch verantwortlich für seine Handlungen, so, ne? Und also, das ist auch kein Exit auf jeden Fall, ne? Also, das erklärt vielleicht Sachen, aber so funktioniert ja auch unser Justizsystem nicht. Du kannst ja nicht hingehen, du kannst nicht 10 Banken ausräumen, rauben und sagen, ja, sorry, ich hatte, weiß ich nicht, Diagnosen 1, 2, 3, 4 und ich kann nichts dafür. Ja, es gibt Fälle, also es gibt Diagnosen, die einen schuldunfähig machen. Aber das, da reden wir dann so krasse Sachen wie Psychosen und was weiß ich. Und das ist eine andere Geschichte. Dann stellt es der Staat eben fest, du bist schuldunfähig. Aber dann bleibst du auch nicht unbedingt in der freien Wildbahn, sag ich mal. Ne? Dann gibt es eben andere Konsequenzen. Aber solange du hier, sag ich mal, dein freies Leben lebst, musst du Verantwortung übernehmen. Da kannst du auch nicht mit irgendwelchen Diagnosen um die Ecke kommen, ist meine Meinung zumindest. Also insofern, das finde ich immer so ein bisschen, das, also das jetzt so vorzubringen auch von ihr, ja, nehme ich mal so zur Kenntnis, sag ich mal so, ja. Genau, also insofern geh nicht in so eine Hassenergie, versuch wirklich deinen Frieden zu finden mit dir. Du musst auch nicht deinem Ex unbedingt das Beste wünschen, wenn er die Scheiße behandelt hat. Also du darfst wütend sein, darfst sauer sein, aber versuch dich wirklich komplett abzukoppeln von dieser Person. Ne? Gerade wenn es richtig toxisch war, weil das befreit dich am nachhaltigsten. Ne? Also wirklich null Kontakt, auch energetischer null Kontakt, auch nicht mehr. Keine Exposure, einfach das Leben weiterleben und dieser Person keinerlei Energie mehr geben, nicht in Gedanken, nicht in Wut, weil auch jede Emotion ist Energie, die du rüberschickst an diese Person, ne? Lass das alles und die ganze Energie fließt zu dir zurück und du kannst dein nice geiles Leben führen. In diesem Sinne, mach die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.
Nächsten Monat gibt es wieder die beliebte Manifestation-Challenge, Selbstliebe-Challenge und die äußerst beliebte Drama-Challenge. Wenn das was für euch ist, geht am 1. Juli los. Und der Liebescode ist eigentlich auf Englisch übersetzt, auf Englisch erschienen auf Amazon, heißt, ich blende es hier mal ein, Decoding Love. Würde mich freuen, wenn ihr es in euren englischen, falls ihr da irgendwie connected seid, englische Communities, genau, weitergebt oder selber lest oder Leuten weiter empfiehlt, wie Englisch lesen können. Und jetzt geht's los.